Begrünte Dächer sind eine wunderbare Sache für den Klimaschutz. Die Pflanzen absorbieren Schadstoffe aus der Luft und fungieren in überhitzten Städten als natürliche Klimaanlage. Doch die Entscheidung für ein grünes Dach will gut überlegt sein. Stehen Wünsche wie preisbewusstes Bauen, Ausbaufähigkeit und Unabhängigkeit von fossiler Energie bei der Planung Ihres Traumhauses ganz oben, setzen Sie lieber auf einen klimafreundlichen, naturnahen Garten statt auf ein Gründach. Die Dachbegrünung reißt ein Loch in Ihr Baubudget und die beruhigende Wirkung von Pflanzen genießen Sie viel besser in Ihrer Hängematte. Denn es gilt, je steiler das Dach, desto teurer die Dachbegrünung. Idealerweise werden für eine Dachbegrünung Flachdächer genutzt. Leichte Dachneigungen sind machbar, aber bereits ab einem Neigungswinkel von 10 Grad muss der Aufbau in der Regel mechanisch gegen Abrutschen und Absturz gesichert werden. Wird die Dachneigung noch steiler, kann je nach Standort eine Bewässerungsanlage notwendig sein, da das Gründach nicht genügend Regen aufnehmen und halten kann. Mit einer Gewichtsbelastung von 100 Kilogramm und mehr pro Quadratmeter Gründach muss das Dachtragwerk äußerst solide gebaut sein. Soll ich als Häuslebauer also für die Dachbegrünung auf ein geneigtes Dach verzichten? Nicht ohne Grund ist das Satteldach die mit Abstand beliebteste und auf Dauer effizienteste Dachform in Deutschland. Wie eine Studie der Technischen Universität Wien bestätigt hat, ist das Satteldach aufgrund der Wartungsfreiheit und Langlebigkeit der Bauteile über seine Lebensdauer betrachtet kostengünstiger und überzeugt mit wesentlich besserer Flächeneffizienz und CO2-Bilanz. Aber es gibt weitere gute Gründe, die für ein Satteldach sprechen. Wenn die Kinder größer werden, brauchen sie vielleicht zusätzlichen Platz für ein größeres Kinderzimmer, Homeoffice oder einen Hobbyraum. Unter einem geneigten Dach lässt sich wertvoller Wohnraum schaffen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick können Sie den Ausbau einige Jahre nach dem Einzug sogar nachträglich selbst erledigen. Ein Flachdach aufzustocken ist hingegen nicht nur teuer, sondern auch genehmigungspflichtig. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Flachdachs ist mit 40 Jahren im Vergleich zu einem geneigten Dach, das 60 bis 80 Jahre hält, deutlich kürzer. Höhere Wasser- und Schneelasten sowie schlechterer Wasserabfluss nagen auf Dauer am Dachaufbau und führen zu Schäden am Dichtmaterial. Eindringende Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind die Folge. Beim Schrägdach ist ein Dachziegel schnell ersetzt. Die Suche nach einer undichten Naht in der Dachbahn eines Flachdachs kann ebenso schwierig sein wie die nach der Nadel im Heuhaufen. Dass bei einem Gründach noch mehr Sorgfalt auf die Installation einer soliden, undurchlässigen, wurzelresistenten Sperrschicht gelegt werden muss, versteht sich von selbst. Steildächer wie Satteldächer sind hingegen witterungsbeständig, stabil und wartungsarm. Die Entwässerung von Regen- und Tauwasser regelt sich dank der Schwerkraft auf natürliche Weise und Dachvorsprünge schützen darüber hinaus die Hausfassade. Und Satteldächer sind ideal für Photovoltaikanlagen. Bei der Frage, ob die wertvollen Dachflächen des Eigenheims für die Begrünung oder die Energieerzeugung genutzt werden sollen, hat Letzteres zurzeit eindeutig die Nase vorn. Rasant steigende Energiepreise und das Ende fossiler Brennstoffe machen die Stromerzeugung auf dem eigenen Dach praktisch zu einem Muss. Last but not least ist die Pflanzenpflege ebenerdig deutlich einfacher und sicherer als auf dem Dach. Ein klimafreundlicher Garten passt sich an Hitze und Trockenheit an und leistet einen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Ich habe heute noch ein paar Ideen für Ihren Garten mitgebracht. Zum Beispiel das Kraterbeet, das Feuchtigkeit und Wärme speichert und Gemüse vor Wind schützt. Ein Miniteich, der die Umgebung kühlt und Tieren ein Wasserreservoir bietet. Eine Insel mit Wildblumenwiese für Insekten und Bodendecker, die den Boden feucht halten und Käfern Lebensraum schenken. Das sind Ihnen zu viele Infos auf einmal? Wir möchten mit diesen Infos vor allem dazu anregen, bewusst zu bauen. Aber nicht jeder Hausbau ist finanziell umzusetzen. Wir von Tarnow Country House stehen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und für den Traum der eigenen vier Wände. Dafür müssen Sie nicht auf eine Dachbegrünung setzen. Wenn Sie mehr über Dachformen, Gartengestaltung und Energieerzeugung lesen möchten, können Sie einen Blick in unseren Hausbauratgeber werfen oder eine unverbindliche Anfrage auf unserer Website stellen. Ich freue mich über den gemeinsamen Austausch mit Ihnen.